بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه أما بعد kommen wir zu einem weiteren Bittgebet in der Verbeugung. Und zwar lautet dieses: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي. So, dieses Bittgebet überliefert Imam Muslim in seinem Sahih von Ali ibn Abi Talib, als er sagte: Und wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sich nieder bzw. beugte, sagte er das folgende Bittgebet. In Sahih ibn Khuzaymah gibt es einen Zusatz, nämlich, nachdem er sagt, وَمَا اسْتَقَلَّتْ بِهِ قَدَمِي, heißt es noch, لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Also merke dir diesen Zusatz, den man sehr selten hört. لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Und in Sahih ibn Hibban ebenfalls mit dem Zusatz, لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Was bedeuten diese Worte? Erstmal auf Deutsch sinngemäß: O Allah, für dich habe ich mich verbeugt, an dich glaube ich und dir habe ich mich ergeben, mein Gehör, mein Sehvermögen, mein Verstand, in Klammern Gehirn, meine Knochen, meine Nerven und das, was meine Füße tragen, sind demütig vor dir. Und wenn wir noch den Zusatz hinzufügen von Lillahi Rabbil Alamin, für Allah, den Herrn der Weltenbewohner. Allahumma, so fängt dieses Bittgebet bzw. Gedenkspruch an. Allahumma, haben wir schon oft erklärt, bedeutet Ja Allah. Allahumma bedeutet O Allah bzw. Ja Allah mit dem Rufbuchstaben Ja im Arabischen. Laka raka'at. Das heißt nicht raka'atu lek, sondern laka raka'at. Also man zieht hier sozusagen Allah vor und sagt, für dich beuge ich mich. Genau wie in Suratul Fatiha. Das hatten wir auch. Iyaka na'budu. Dir dienen wir und nicht dienen dir. Nein, du ziehst ihn vor, um wirklich zu sagen und zu bestätigen, ich beuge mich für dich. Also sei kein Lügner. Und beuge dich für niemandem anderen, beziehungsweise bete niemanden anderen an. Laka raka'at. Und die Beugung haben wir erklärt. Es ist diese demütige, erniedrigende Stellung vor deinem Herrn, die sehr viel Schwäche ausstrahlt und Bedürftigkeit und Angst auch teilweise, wie wir gleich sehen werden. Also Allahumma laka raka'at, O mein Herr oder O Allah, für dich alleine, in Klammern alleine, habe ich mich verbeugt. Ich beuge mich für niemanden anderen. Also Allahumma laka raka'at und nicht raka'atu laka. Laka, für dich alleine, du ziehst es vor und dann sagst du es, beuge ich mich. Dann geht's weiter mit wa bika ament. Und an dich glaube ich. Ich glaube, dass du existierst. Du bist tatsächlich da. Du bist der Erste und der Letzte und der Deutliche, Offenkundige und der Verborgene. Du bist der Einzige, der es verdient hat, angebetet zu werden. Ich glaube daran, fest in meinem Knoten verankert. Und dieser Knoten befindet sich im Herzen. Und vom Glauben an Allah, dazu gehört auch, dass man an all das glaubt, was er herabgesandt hat von Büchern und was er entsandt hat von Propheten und Gesandten. Und ich glaube an all das, was sie berichtet haben und was du in deinem Buch gesagt hast. Und der Iman, so wie ihn die Salaf beschrieben haben, ist die Aussage mit der Zunge, die Verinnerlichung mit dem Herzen, und die Taten
mit den Körperteilen bzw. mit dem Körper. Er steigt durch Gehorsamkeit und sinkt durch Sünde. Und das ist der Madhab der sogenannten Ahlus-Sunnah und Al-Jama'ah. Dann geht es weiter mit den Worten: Walaka aslamt. Und dir habe ich mich ergeben. Hier wieder beachte nicht, du sagst nicht aslamtu laka, sondern laka aslamt, um hier wieder den absoluten Tawhid deutlich zu machen. Dir habe ich mich ergeben und nicht ergeben habe ich mich dir. Du ziehst sozusagen Allah vor der Anbetung, um darauf hinzuweisen, dass er es ist, der es verdient hat, einzig und allein. Und die Ergebung, wie sie manche Gelehrten beschreiben, ist, indem man den Tawhid praktiziert und gehorsam seinem Herrn ist und sich absolut lossagt von dem Schirk, von dem Götzendienst. Das heißt Islam. Ey, gemeint ist Islam, sich ergeben. Das heißt, ich bin ein Muwahhid, einer, der Allah subhanahu wa ta'ala einzig und alleine anbetet, ihm gehorsam ist, sich von den Sünden fernhält und an erster Stelle von dem Götzendienst, von dem Schirk. Und manche Gelehrten fügen hinzu, wie zum Beispiel Ibn al-Mulaqqin in seiner Erklärung zu Sahih al-Bukhari: Waraditu. Ich bin damit zufrieden, dass der Tawhid so wichtig ist. Ich bin damit zufrieden, dir gehorsam zu sein. Ich bin damit zufrieden, mich von den Sünden fernzuhalten. Und ich bin damit zufrieden, mich von dem Schirk fernzuhalten. Also diese Ergebung ist eine innere Ruhe des Herzens. Dann geht es weiter mit den Worten: Khasha'a laka sam'i wa basari. Demütig vor dir sind mein Sam', mein Gehör, und mein Basar, mein Sehen. Und Al-Khushu' bedeutet, dass das Herz anwesend ist und nicht herumschwirrt und herumirrt. Es ist auch der Sukun, die Ruhe des Körpers und die Ruhe des Herzens. Denn wenn das Herz demütig wird, wird es auch der Körper sein. Und man denkt nach über die Aussagen und Taten, die man so im Gebet verrichtet. Und je nach Demut, Stärke wird das Gebet belohnt werden. Und hier wurde Gehör und Augenlicht auserwählt, weil es die Organe sind, mit denen man am meisten sündigt und die am meisten wahrnehmen und das Herz dann entweder positiv oder negativ beeinflussen. Und genau das sagte Allah subhanahu wa ta'ala auch in Surat al-Isra, als er sagte: Gewiss, Gehör, Sehvermögen und Herz, all nach diesen Dingen wird gefragt werden. Nur die Frage ist hier: Sind deine Augen und deine Ohren wirklich demütig vor deinem Herrn? Oder lässt du ihnen freien Lauf und hörst, was du willst, und schaust dir an, was du willst? Dann geht's weiter mit der Aussage: Wa mukhi wa azmi wa asabi. Und demütig ebenfalls sind mein Verstand bzw. mein Gehirn, meine Knochen und meine Nerven. Und das wurde hier gesagt, um auf das Innerste des Menschen bzw. des Muslims hinzuweisen. Das Gehirn, was verborgen ist, ebenfalls die Knochen und die Nerven, um auszusagen: O Allah, sogar das Innerste von mir hat Demut vor dir. Meine äußeren Organe, Augen und Ohren, wie davor gehört, und sogar meine innersten Sachen wie Gehirn, Nerven und Knochen. Und zu Demut des Gehörs gehört auch die Wahrheit anzunehmen, wenn sie dir gesagt wird, und sich fernzuhalten vom leeren Gerede. Dann sagt der Diener:
und schließt ab und umfasst seinen ganzen Körper mit der Demut und sagt, وَمَا اسْتَقَلَّتْ بِهِ قَدَمِي. Und demütig ist auch all das, was meine Füße tragen. All diese Dinge sind demütig vor dir, angefangen von Gehör, Sehvermögen, Gehirn, Knochen, Nerven und weißt du was? Und auch all das, was meine Füße tragen, nämlich, wie es die Gelehrten erklären, mein kompletter Körper. Nur die Sache ist hier, ist das wirklich so? Sind wir wirklich komplett demütig vor Allah subhanahu wa ta'ala? Oder ist es wieder nur ein Zungenbekenntnis? Und im Zusatz des Bittgebets heißt es dann noch, Lillahi Rabbil Alamin, für Allah, den Herrn der Weltenbewohner. Also achte hier, das Bittgebet fängt an mit Tawhid und endet auch mit Tawhid, sodass dazwischen all diese Anbetungen, die dazwischen erwähnt wurden oder diese Körperteile, einzig und allein für ihn gewidmet werden dürfen im Gottesdienst. Du fängst an mit Allahumma, o Allah, und dann fängst du an. Für dich habe ich mich verbeugt, an dich glaube ich und dir habe ich mich ergeben. Mein Gehör, mein Sehvermögen, mein Verstand, meine Knochen, meine Nerven und das, was meine Füße tragen, sind demütig vor dir, dem Herrn der Welten, Bewohner Allah. Also dieses Bittgebet ist gewaltig und gewichtig. Wer es versteht, wird die Süße in dieser erniedrigenden Körperhaltung verspüren. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns das genießen lassen und kosten lassen, in der Beugung die Süße des Gottesdienstes zu verspüren. So viel zu diesem Bittgebet. Hada wallahu a'lam. Alhamdulillahi Rabbil Alameen.